Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich nehme euch heute mal einen Tag lang im Fanstudio mit und zeige euch, wie das so aussehen kann. Ich habe mir heute einiges vorgenommen und wollte viel für die Uni schaffen und ja, ob ich es geschafft habe, seht ihr dann im Video. Viel Spaß! Morgen, Freunde. Oh, jetzt habe ich fast mein Handy ins Gesicht fallen lassen. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Ich wollte halt eigentlich schon ein bisschen eher aufstehen, aber ich konnte gestern Nacht irgendwie nicht einschlafen und ich dachte, so ein bisschen Schlaf brauche ich irgendwie doch. Bevor ich irgendwie was mache. Deswegen, ja, habe ich mit denen gegönnt. Wobei er natürlich jetzt auch 8.30 Uhr nicht so super spät ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber trotzdem wollte ich heute einfach ein bisschen früher aufstehen als das. Aber naja, kann man nichts mehr ändern. Wir hatten jetzt diesen hoffentlich schönen Tag zusammen. Für heute einiges vorgenommen. Ich will auf jeden Fall viel Zeit in die Uni stecken. Aber ich habe noch so ein paar andere Dinge im Kopf, die ich heute ganz gerne abhaken möchte. Also darf ich auf jeden Fall heute nicht zu viel trödeln, weil das ist immer so mein Nummer 1 Problem, dass ich manchmal dazu tendiere, so, ja, irgendwie so zu trödeln. Also ich weiß einfach dann nicht, wo die Zeit geblieben ist und das muss ich heute auf jeden Fall vermeiden. Will mir jemand sein Frühstück haben? Ja, Chichi ist okay. Vorbereitet. Und zwar habe ich Joghurt, Ahornsirup und Vanille, meine ich, und Zitrone, ein bisschen Zitronensaft, in dieser Tüte eingefroren und das heute Morgen, also gerade, dann so püriert, sodass ich jetzt Frozen Joghurt habe. Das Problem ist nur, dass ich mich schon eingesaut habe, dass die Konsistenz nicht ganz so richtig wurde und I don't know, es hat leider, glaube ich, ein paar Eiskristalle und es schmilzt viel zu schnell, weil irgendwie da so ein flüssiger Ring drumherum entstanden ist. Aber es schmeckt sehr, sehr geil. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich heute lernen soll, weil meine Stuhl ist irgendwie besetzt. Und die mag das gar nicht, wenn ich versuche, sie da wegzusetzen. Das ist ihr Stuhl. Ja, Maus, okay. Oh. Kann man so niedlich sein. Ich nehme den anderen Stuhl. Wow! Eine ganz gefährliche Katze. Also wir haben es jetzt 9.30 Uhr. Ich würde gerne früher anfangen, aber ich schaffe es nie früher als das. Deswegen, aber ich glaube, das ist in Ordnung so. Ich möchte auf jeden Fall aber erstmal kurz sagen, was so der Plan für heute ist, damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind. Ich glaube, ich werde mich wieder hauptsächlich mit Einführung in die Psychologie beschäftigen. Ich habe aber auch noch zwei andere Module belegt, und zwar Statistik und Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Wissenschaftliches Arbeiten ist so ein, da muss man so eine Hausarbeit oder sowas Hausarbeitsähnliches machen. Da werde ich mir, glaube ich, separat mal für Zeit nehmen. Und ja, Statistik ist halt Statistik. Könnte ich halt auch nochmal machen zwischendurch. Ich weiß nicht, also ich könnte halt so ein bisschen das abwechseln. Aber ich werde auf jeden Fall erst mit Einführung in die Psychologie anfangen für heute. Und dann mal schauen, ob ich das halt noch nachher mache. Ich habe schon Lektion 1 bis 5 einmal durchgelesen und so ein bisschen bearbeitet. Aber ich glaube, ich werde jetzt, bevor ich weiter im Skript gehe, erstmal mit der Zusammenfassung lernen, die ich habe. Also, die ich aus dem Internet habe. Ihr könnt bei Study Drive und Studoku, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, könnt ihr vor allen Dingen für halt so Fernunis, also vor allen Dingen für die IU, weil da gibt es halt, also halt wirklich jeden Kurs und da gibt es wirklich viel. Bei Präsenzunis funktioniert es, glaube ich, nicht so gut, aber man kann auf jeden Fall mal gucken. Aber da gibt es halt super viele Zusammenfassungen. Man muss dann natürlich immer ein bisschen darauf achten, dass die halt auch vollständig sind und dass die halt so sind, wie man sie halt haben möchte. Eine eigene Zusammenfassung ist halt immer besser, aber dauert halt auch. Da muss man sich halt einfach bewusst machen, was man halt da lieber möchte. Aber ich finde das halt sehr praktisch, weil ich nicht so gerne so viel Zeit in Zusammenfassungen stecke und es für mich auch nicht so viel bringt. Deswegen, genau, werde ich jetzt damit lernen. Und dann schauen wir mal, wie es geht.
jetzt die ganze Zeit an Lektion 3 ist es, glaube ich. Und die ist halt eigentlich super spannend auch, weil es da so um Grundkonzepte der Psychologie geht. Und das ist wirklich richtig cool. Und das kann ich mir auch eigentlich ganz gut merken bis jetzt alles. Also es läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich war einfach nebenbei wieder, das habe ich gestern schon mal gemacht, auf TikTok live. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr diese Study With Me Streams kennt, solche Streams. Vielleicht kann ich das auch immer auf YouTube versuchen. Aber ich finde das halt einfach super praktisch dabei, weil wenn du halt dich filmst oder dabei streamst, wenn du halt lernst, oder bei mir ist es so, dann kann ich mich nicht so gut ablenken. Also dieser Effekt, beobachtet zu werden, funktioniert halt bei mir richtig gut. Deswegen ist so Vloggen und Streamen beim Lernen für mich einfach richtig praktisch. Ist jetzt nicht so der Tipp für jedermann, weil sich halt auch nicht jeder gerne im Internet zeigt und so. Verständlicherweise. Ist auch sehr warm geworden in der Zeit. Es ist jetzt schon 12. Die Zeit ging richtig schnell rum einfach. Ganz crazy. Also meine erste Lern-Session für heute ist schon mal vorbei. Ich werde mir jetzt was zum Mittagessen machen und dann schauen wir mal weiter. Ich denke, ich werde jetzt nebenbei mir noch irgendwie eine Serie oder sowas anmachen, dass ich so eine Stunde einfach erstmal Pause habe und so ein bisschen einfach komplett weg kann vom Uni-Lern-Thema und so. Werd auch echt immer besser da drin, Pausen zu machen, weil ich früher echt richtig scheiße daran war. Also es ist immer noch nicht so meine Stärke und es hört sich immer so ein bisschen doof an, wenn man das sagt. Aber mein Problem ist, dass ich immer, wenn ich mit Dingen anfange, was schwierig für mich ist, halt erstmal so Dinge anzufangen, dann immer das so direkt durchziehen möchte und schnell machen möchte, damit ich damit fertig bin und nicht nochmal diese Situation habe, so, oh, ich muss damit jetzt anfangen. Und das Problem ist halt aber, vor allem wenn es um sowas wie Lernen geht, es ist schon effektiver, wenn man einfach zwischendrin Pausen macht und nicht versucht, irgendwie mehrere Stunden am Stück durchzulernen. Und zum Beispiel gerade beim Lernen habe ich auch immer so 5 Minuten Pause gemacht. Also ich habe die Pomodoro-Methode gelernt so ein bisschen. Und ich muss halt einfach wirklich mich quasi zwingen, regelmäßig Pausen zu machen, weil ich halt weiß, dass mein Kopf sonst besser funktioniert. Weil sonst hatte ich wirklich immer nachmittags so ein richtiges Tief, wo ich so mich nicht mehr konzentrieren konnte und so, wo ich irgendwie halt einfach nicht mehr gut funktioniert. Ich kann das halt aber vermeiden, indem ich einfach früh genug, das heißt wirklich schon so um 12, also so Punkt 12 einfach, was zu essen mache, schon mal eine Pause mache, bevor ich das Gefühl habe, dass ich eine Pause so richtig brauche. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dann so viel besser am Rest des Tages noch klarkommen und lernen kann und Dinge tun kann. Und es funktioniert einfach so viel besser. Also Leute, macht Pausen. Es lohnt sich wirklich. Friends, es geht weiter. Ich denke, ich werde Lektion 4 anfangen. Oder ich habe ja bis Lektion 5 schon alles einmal gelesen. Und ich glaube, ich werde jetzt für Lektion 4 versuchen zu lernen, quasi. Mit Lektion 3 habe ich mich jetzt einfach schon relativ viel befasst. Deswegen glaube ich, ist das ganz gut für den Switch. Eigentlich wollte ich auch noch Statistik machen, aber hatte ich überlegt, ob ich heute noch Statistik mache. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin gerade irgendwie in der Stimmung von diesem Fach. Und deswegen, ja. Ich habe mir auch wieder ein Study Ambience Video rausgesucht, natürlich. Weil gerade ist es halt irgendwie ein bisschen, das Wetter ist halt ganz komisch und es ist gerade so ein bisschen dunkler geworden. Es hat geregnet. Und jetzt ist irgendwie gerade so ein bisschen Stimmung ein bisschen cozier. Und ich liebe ja so solche Videos, so nicht halt direkt einfach nur Musik zum Lernen hören, weil das lenkt mich dann teilweise zu sehr ab. Aber halt so dieses, dass man sich so quasi vorstellen kann, man wäre halt irgendwo anders. Wie ein bisschen wie in so einem Film, wisst ihr, was ich meine? Ich finde das immer halt so motivierend. Deswegen habe ich mir da was rausgesucht und ja, ich will jetzt erstmal zeigen und schauen, wie es läuft. Hoffentlich gut. Thank you.
mich jetzt mal in meine Sportklamotten geschmissen, weil ich jetzt noch gut 2 Stunden gelernt habe und ich bin ein bisschen müde und fertig. Und ich dachte, vielleicht versuche ich es mal mit Sport. Ich habe gerade gar keinen Bock. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust gerade. Aber das soll ja auch helfen bei Konzentration und so und ganz guter Ausgleich, von dem ich halt den ganzen Tag sitze. Und deswegen dachte ich so, okay, komm, mach einfach 20 Minuten irgendeinen Workout, so. Das wird schon. Hoffentlich. Okay, wünsche mir Glück. Ich habe es jetzt geschafft. Es war auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, wie ich vorher dachte. Es war eigentlich ein ganz nettes Workout. Ich habe auch einfach wirklich einfach das erste genommen, was ich gesehen habe, muss ich sagen, weil ich sonst immer ein bisschen zu viel Zeit damit verbringe, zu gucken, so, oh, was genau möchte ich jetzt machen und welches Workout ist jetzt so das Beste und so. Es ist, ja, also das habe ich jetzt einfach gemacht. Und hab danach mich noch ein bisschen gedehnt, weil auch das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man viel sitzt. Aber ich muss sagen, ich musste mir nebenbei was anmachen, weil das ist halt, also das ist mir zu langweilig. Also ich sitze mir immer sehr, wenn ich halt nebenbei einfach irgendeine Serie oder sowas anmache oder am besten irgendwas, wo es auch irgendwie um Sport geht oder so. Und jetzt habe ich halt so eine, von der ARD, so ein, da geht es um Turnen und so. Und es sind ja auch bald die Olympischen Spiele und das finde ich immer sehr ganz, ganz spannend, weil ich finde Touren richtig cool. Deswegen habe ich mir das dann angeguckt nebenbei und das hat sehr gut funktioniert. Also dadurch ging es wirklich dann viel, viel schneller rum als gedacht. Deswegen, ja, ich werde jetzt aber erstmal duschen gehen und mir was Frisches anziehen. Noch die Folge von der Turnserie zu Ende geguckt. Ich bin übrigens die ganze Zeit am Snacken, entweder Salzstangen oder Müsli-Riegel oder irgendwas, weil wenn ich lerne, ich brauche einfach nebenbei was zu essen. Ich brauche das einfach, ich brauche irgendwas so, was ich halt nebenbei snacken kann. Ich habe mir Anfang der Woche ein Französischbuch bestellt, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, wieder Französisch zu lernen. Ich hatte Französisch in der Schule für, ich glaube, 5 Jahre oder so. Es ist nichts hängen geblieben. Französischunterricht war für mich wirklich schlimm, weil ich es einfach nicht gut geschafft habe, Vokabeln zu lernen. Also es war nie meine Stärke. Ich weiß nicht, und irgendwann hängst du halt dann so hinterher, dass es einfach, dass du es irgendwie nicht mehr aufholen kannst. Und ja, also mein Schulteil generell war einfach sehr schwierig. Mittlerweile weiß ich, dass es zum anderen auch am ADHS lag, aber naja, daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Aber ich dachte so, irgendwie habe ich Bock nochmal irgendeine Sprache zu lernen oder so. Und ich finde es auch so cool, wenn Leute viele Sprachen sprechen können. Deswegen habe ich mir ein Französischbuch gekauft. Ich habe da auch schon reingeguckt und ich mag das bis jetzt echt gerne. Ich kann euch das auch mal unten verlinken, falls ihr auch Französisch lernen wollt. Ja, also ich bin gehypt. Deswegen dachte ich, lerne ich jetzt noch ein bisschen Französisch hinterher. Mir eigentlich jetzt machen wollte, kann ich nicht machen, weil der Brokkoli schon schlecht ist. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade auf dem Boden am Handy und war einfach ein bisschen frustriert kurz. Aber ich habe mir jetzt was anderes überlegt, was ich mir jetzt machen werde. Ja, war trotzdem sehr frustrierend, weil wir hatten noch so einen halben Brokkoli und ja, ist nicht so schön, das wegzuschmeißen, ne? Und ich hatte voll Lust auf Brokkoli. Ich werde es überleben. Aber vielleicht nur knapp.
werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und dann schauen, was ich später noch mache. Ich bin auf jeden Fall schon sehr zufrieden mit dem, was ich heute schon geschafft habe. Also, dass ich schon fleißig gelernt habe, dass ich auch Sport gemacht habe, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und Französisch gelernt habe. Das heißt, ich schaue mal gleich, was noch so ansteht. Ich bin, ob ich dann noch ein bisschen lerne oder so. Ich hatte jetzt gerade hier noch ein bisschen die Küche aufgeräumt. Aber ich bin so müde gerade. Ich bin so müde. Ich bin jetzt gerade hier noch reingekommen, weil ich da irgendeinen Snack möchte. Boah, ich bin so kaputt schon. Ich bin so kaputt. Ich dachte halt eigentlich, ich würde gleich nochmal irgendwo kurz ein bisschen was lernen oder irgendwas Produktives machen. Unwahrscheinlich.